Hey Leute, wir sind wieder mit einem neuen Video für euch da und wir wollen heute erstmal mit einer Koordinationsübung anfangen. Und zwar wollen wir unsere Arme kreisen üben. Dafür fangen wir einfach mal mit dem rechten Arm an und ihr nehmt den nach oben über den Kopf und dann lasst ihr den nach vorne schwingen und nach hinten so wieder hoch, immer im Kreis. Das machen wir einfach mal ein paar Runden, das ist auch sehr gut, um die Arme aufzuwärmen und zu dehnen. Sehr schön. Wenn das jetzt funktioniert, bleibt immer oben stehen. Und dann probieren wir das Ganze mal rückwärts. Also ihr fangt erst von hinten an und dann geht es vorne wieder hoch. Sehr schön. Und dann probieren wir das Ganze auch mit dem anderen Arm. Wir fangen wieder erstmal nach vorne an, also den Arm nach oben und nach vorne fallen lassen. Und dann stoppen wir noch einmal oben und ihr lasst den Arm wieder nach hinten kreisen. So, wenn das jetzt bei euch klappt, dann probieren wir es mal mit beiden Armen gleichzeitig und zwar den einen Arm nach vorne und den anderen nach hinten. Damit das funktioniert, nehmt ihr mal beide Arme nach oben über den Kopf. Und dann lasst ihr den einen Arm nach vorne und den anderen Arm nach unten hinten fallen und macht eine Runde rum. Ihr könnt es auch erstmal ganz langsam probieren, wenn es schwierig ist. Also ein Arm geht nach vorne, einer geht nach hinten, dann kommen beide unten an und die Hände wechseln. Macht es ruhig so langsam, wie ihr es irgendwie braucht. Und jetzt merkt euch gut, welcher von euren Armen gerade nach vorne geht, denn gleich wollen wir die Richtung wechseln. Ihr macht noch eine Runde zu Ende und stoppt oben. Und jetzt geht der andere Arm nach vorne. Jetzt wechseln wir also mit beiden Armen einmal die Richtung. So. Wenn ihr das jetzt von der Koordination hinbekommen habt, ist es schon ziemlich gut. Ich glaube, dann sind unsere Arme auch auf jeden Fall gut aufgewärmt. Dann würden wir zur Kraftübung kommen. Dann kommen wir jetzt zum Kraftteil über. Und heute habe ich mir überlegt, weil ja immer nur Sit-Ups und Liegestütze machen ein bisschen langweilig ist, wollen wir heute ein paar Tiere nachahmen. Aber glaubt mir, das wird trotzdem auf Dauer ganz schön anstrengend. Und als erstes bewegen wir uns wie ein Bär. Dafür gehen wir mal in den Vierfüßlerstand, also Hände unter die Schultern, Knie unter die Hüften, stellen die Füße hinten auf und heben die Knie so ein paar Zentimeter vom Boden ab. Und jetzt bewegen wir immer diagonal die Körperteile. Das heißt, die linke Hand und das rechte Bein gehen gleichzeitig nach vorne. Und dann rechter Arm, linkes Bein. Und immer so weiter. Immer erstmal schön langsam, dass die Knie schön tief am Boden. Und wenn ihr keinen Platz mehr habt, dann dreht ihr einfach um und geht in die andere Richtung. Wenn ihr es schon könnt, dann ruhig ein bisschen schneller. Genau, macht in eurem Tempo. Ihr könnt es auch mal rückwärts versuchen. Das ist dann ein bisschen schwieriger. Okay. Ich hoffe, den Bär habt ihr alle hinbekommen. Jetzt machen wir ein bisschen kleineres Tier, und zwar den Frosch. Ihr könnt euch sicher denken, dabei geht es ums Hüpfen. Wir gehen in eine tiefe Hocke. So, hier sind unsere Froschbeine. Und jetzt setzen wir die Hände vor uns auf und hüpfen dann mit den Beinen nach vorne und versuchen, dass die Füße vor den Händen aufkommen. Also ungefähr so. Wenn das gut klappt, versucht mal, so eine richtige Flugphase einzubauen, dass die Hände ein Stück nach vorne fliegen quasi. Also zurück.
spielt ihr eure Beine? Ich nehme mich schon. Ich glaube, so ein Frosch hat ein ganz schön anstrengendes Leben. Okay, als nächstes bleiben wir bei grünen Tieren. Wir machen weiter mit einer Raupe. Dafür stellen wir uns hin und lehnen uns dann nach vorne, sodass wir unsere Hände so knapp es geht vor die Füße aufsetzen, ohne die Beine zu beugen. Also die Beine bleiben immer gerade. Und dann tapseln wir mit unseren Händen Stück für Stück nach vorne, bis wir in so eine Liegestützposition kommen. Und dann kommen die Füße in gestrecktem Zustand nach, so nah wie möglich an. Und dann kommen die Hände wieder nach vorne. Und wieder die Füße. Genau. Um es ein bisschen schwieriger zu machen, versucht mal in der Liegestützposition so weit wie möglich Hände und Füße auseinander zu bekommen. Also ungefähr so. Bis es nicht mehr geht. Eine Runde noch. Könnt auch unten ein bisschen halten. Jetzt wieder ein anderes Tier, und zwar ein Häschen. Dafür sind wir wieder in der Hocke. Und diesmal hüpfen wir nach vorne, ohne unsere Hände auf den Boden zu setzen. Das heißt ungefähr so. Und zurück. Richtig schön hochspringen. Okay. Das sieht jetzt noch nicht so ganz aus wie ein Häschen. Deswegen nehmen wir die Hände jetzt mal hier an den Kopf und machen Hasenohren. Und dann noch eine Runde. Und noch einmal zurück. Okay. Ich bin schon ganz gut außer Atem. Ich würde sagen, wir kommen zum allerletzten Tier. Das kennt ihr bestimmt alle aus dem Klettertraining schon. Und zwar machen wir die Krabbe. Das heißt, Handspitzen zeigen zu den Füßen. Wir heben einmal Po an und laufen dann mit den Füßen voran. Und einmal zurück. Um das Ganze eine Stufe schwerer zu machen, könnt ihr jetzt bei jedem Schritt das Bein einmal kurz nach oben kicken. Also so. So, noch einmal rückwärts. Okay, das war's soweit mit unseren Tieren. Und nachdem wir uns jetzt so verausgabt haben, gehen wir über zu einer ruhigen Runde dehnen. Genau, wir wollen heute vor allem ganz viel unseren Rücken dehnen. Die erste Übung, die wir machen, kennt ihr bestimmt schon. Und zwar probieren wir, uns so einzurollen, dass unsere Hände auf den Boden kommen und danach wieder aufrollen. Und das machen wir alles ganz langsam. Ihr geht einfach so weit wie möglich runter, sodass eure Beine gerade bleiben. Wenn ihr nicht runterkommt mit den Händen, ist es nicht schlimm. Wenn ihr so weit wie es geht unten seid, haltet ihr das kurz. Und dann rollen wir ganz langsam unseren Rücken wieder in eine gerade Position. Und dann könnt ihr am Ende nochmal die Hände so richtig schön nach außen aufmachen und die Schultern ganz weit nach hinten ziehen. Und das machen wir einfach noch ein paar Mal.
Vielleicht merkt ihr schon, dass das zweite Mal besser geht als das erste. Bei mir ist es zumindest immer so. Und wenn ihr kurz umgehalten habt, rollen wir wieder langsam auf. Und wir machen noch eine dritte Runde. Und wieder langsam aufrollen. So, eine letzte Runde noch. Und nach oben. Und wieder richtig schön die Schultern nach hinten strecken. Sehr gut. So, und als nächstes wollen wir unseren Rücken so ein bisschen zur Seite dehnen. Dafür stellt ihr eure Beine so ein bisschen breitbeinig hin. So ein bisschen breiter als eure Schultern. Und dann neigt ihr euch zu der einen Seite und nehmt die andere Hand so über den Kopf. Und das halten wir auch wieder einen Moment. Und dann wandern wir in eine gerade Position und dann rüber auf die andere Seite. Und wir wechseln jetzt einfach ein paar Mal die Seite hin und her. Sehr schön. Und dann wollen wir noch üben, unseren Rücken so zu drehen. Dafür stellt ihr mal den rechten Fuß so einen Schritt vor den linken Fuß. Das kann man jetzt bei mir in der Linke sehen auf dem Video. Und dann nehmt ihr eure Hände nach vorne. Und dann ist die Idee, dass wir mit unserer Hüfte hier weiter geradeaus gucken. Wir probieren nur unsere Schultern so zur rechten Seite zu drehen. Und wieder in die Mitte. Genau, das machen wir auch so fünfmal. Genau, probiert, dass euer Bauch immer schön fest angespannt ist und weiter geradeaus zeigt und ihr wirklich nur eure Schultern rumdreht. Super, wenn wir das gemacht haben, dann wechseln wir noch einmal und stellen den linken Fuß nach vorne. Und dann machen wir hier wieder das Gleiche. Euer Bauch muss schön fest sein und dann dreht ihr euren Oberkörper zur linken Seite und wieder in die Mitte zurück. Sehr gut. Und weil wir beim Klettern ja auch ganz viel unsere Hände benutzen, wollen wir jetzt mal ein bisschen üben, wie wir unsere Hände dehnen können. Und zwar streckt ihr dafür mal die rechte Hand so gerade nach vorne. Und eure linke Hand legt sich davor und zieht dann quasi die Finger von der rechten Hand so zu eurem Körper ran. Wichtig ist dafür, dass ihr daran denkt, dass eure Daumen mitgenommen werden und die Daumen nicht irgendwo lose rumhängen. Genau, und das halten wir einfach so ein bisschen. So, dann wechseln wir mal die Hände. Also ihr streckt die linke Hand nach vorne, denkt schön daran, dass der Daumen hier dicht an der Hand dran ist. Dann legt ihr die rechte Hand wieder davor und zieht die Finger der linken Hand zu eurem Körper ran und der Arm bleibt dabei ausgestreckt. So, dann können wir einmal kurz die Hände ausschütteln. Und um die Muskeln auch in die andere Richtung zu dehnen, machen wir jetzt mal eine Faust mit der rechten Hand und strecken die nach vorne. Und dann legt ihr eure linke Hand so von oben, schiebt ihr die über die Faust und jetzt drückt ihr
immer weiter auf die Faust drauf, so lange, bis ihr die Faust nicht mehr halten könnt und eure Finger anfangen aufzugehen. Und an dem Moment haltet ihr quasi. Ich kann es vielleicht auch mal von der Seite zeigen, so. So, und dann machen wir das auch wieder mit der linken Hand. Also, ihr streckt den Arm gerade aus, macht eine Faust. Eure rechte Hand schiebt sich von oben drüber und drückt auf eure Faust drauf. So lange, bis eure Finger hier anfangen aufzugehen. Sehr schön, dann sind wir jetzt gut gedehnt und können zur Challenge übergehen. Okay, cool. Für die Challenge brauchen wir, wie letzte Woche, schon wieder ein paar Socken. Das heißt, wenn ihr keine anhabt, dann holt die mal schnell. So wie ich. Und die Challenge knüpft quasi an die von letzter Woche so ein bisschen an. Letzte Woche haben wir auf einem Bein geübt, den Bein in der Luft die Socke anzuziehen. Diese Woche wollen wir das Ganze ein bisschen schwieriger machen und versuchen mal, die Socke anzuziehen, aber unserem Standbein. Ohne umzufallen, ohne die Hände auf den Boden zu stützen, ohne den anderen Fuß abzustellen. Ist ein bisschen schwieriger, aber ihr habt ja letzte Woche fleißig geübt und ihr kriegt das bestimmt hin. Wir versuchen das mal. Also vorsichtig, Stück für Stück, vorne den Fuß immer ein bisschen anheben. Und dann auf den Ballen und die Socke über die Ferse ziehen. Genau. Hey, ich hab's geschafft, man sieht es nicht. Und dann können wir das Ganze natürlich auch auf der anderen Seite machen. Dass wir stellen uns auf das andere Bein. Das Bein mit der Socke in die Luft und andersherum. Okay, sehr gut. Wenn ihr wollt, könnt ihr, und das geklappt hat, könnt ihr natürlich ein bisschen weiter rumexperimentieren. Vielleicht könnt ihr ja auch die Socken wieder ausziehen oder das Ganze mit geschlossenen Augen machen oder mit einem Buch auf dem Kopf. Was auch immer euch noch so einfällt, wenn euch das nicht reicht oder ein bisschen langweilig ist. Ansonsten freuen wir uns darauf, euch hoffentlich bald in der Halle wiederzusehen und hoffen, dass ihr viel Spaß mit dem Video habt. Und dann macht's gut. Bis nächstes Mal.